Heute, vor genau 50 Jahren, ist in der Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt worden. Und wir fragen uns etwas, ist das nun ein Jubiläum, wo wir uns einfach freuen können im Stile von, oh, wie schön, dass die Männer den Frauen das Stimmrecht gegeben haben. Oder ist es nicht eher ein bisschen ein Gedenktag, an dem wir uns auch etwas schämen müssen? Warum hat das so lange gedauert, bis dieses Menschenrecht in unsere Demokratie aufgenommen wurde? Denken wir darüber nach, und in diesem Sinne ist dieses Konzert ein Denkmal, an dem wir darüber nachdenken können. Alle Stücke, die aufgeführt werden, sind von Komponistinnen geschaffen worden, dargebracht von Musikerinnen. Ich selbst bin nicht der Dirigent, obwohl natürlich jeder Mann gerne sofort der Dirigent wäre. Nein, ich bin das Nummern-Girl, und auf Nummern-Girls wurden die Frauen ja lange reduziert und zum Teil bis heute noch. Ich kann mich erinnern, als ich in die Schule ging, da war man stolz auf unsere Demokratie und auf die Frage, wer ist der König der Schweiz? Dann konnten wir antworten, das Volk. Aber dass da die Frauen nicht dazugehören, das wurde einfach ausgeblendet. Aber man hat dann in allem Ernst darüber diskutiert, soll man den Frauen das Stimmrecht geben oder nicht? Die Lehrerschaft war geteilt. Der Religionslehrer war dafür. Er sagte, in der Bibel steht bereits, es schweige das Weib in der Gemeinde, also seine Meinung war klar. Die Französischlehrerin sagte, in Paris, da können die Frauen abstimmen und deswegen ist das so eine attraktive Stadt. Sie war also dafür. Der Biologielehrer sagte dann wieder, die Frau ist ein anderes Wesen. Er ging dann nicht in die Details. Der Mathematiklehrer sagte, die Frauen haben zu viel Gefühl. Ich sehe das schon an meinen eigenen Noten. Ich muss den Mädchen halt immer schlechtere Noten geben. Also in diesem Sinne war es damals nicht leicht, für das Frauenstimmrecht zu kämpfen. Und ich muss sagen, also das Wort Suffrageten war schon damals ein eigentliches Schimpfwort. Und ich kann mich erinnern, wie in Basel die ganze Stadt Iris von Rothen über ihr Buch Frauen im Laufgitter richtig verhöhnt hat. Das grenzte schon richtig an eine Hexenjagd. Und in diesem Sinn soll eigentlich dieses Konzert vor allem denjenigen Frauen gewidmet sein, die selbst nicht die Früchte ihrer Arbeit ernten konnten, sondern nur Spott einsackten. Und in diesem Sinn ist dieses Konzert ihnen gewidmet.
Thank you.
Wir haben das heutige Konzert als ein Denkmal bezeichnet. Wir sollen also etwas denken, wollen wir nicht nur zurückdenken, sondern auch an die Gegenwart und an die Zukunft. Und da müssen wir doch feststellen, es ist noch ein langer Weg bis zur Gleichberechtigung. Denken wir an die Lohnfrage, an die Rentenfrage,
an die Belästigung von Frauen, sei es am Arbeitsplatz, sei es anderswo, auf die Reduktion, schön und jung und zapfenlockend bewährt zu sein. Es ist noch ein weiter Weg, den wir gehen müssen, aber wir wollen ihn gehen. Und das letzte Wort heute Abend soll nicht etwa ein Mann haben, sondern das nächste Musikstück. Und es soll kein Schlusspunkt sein, es soll ein Doppelpunkt sein.